ersten Mal, da wusste ich ja noch nicht, was auf mich zukommt. Und dann habe ich mir gedacht, gut, morgens diese Gesprächsrunde, die werde ich schon überleben. Und danach geht es halt ans Kiten. Sehr viele verschiedene Menschen kommen zusammen, die sonst eigentlich sich nicht so treffen würden, denke ich. Sondern es gibt ein gemeinsames Kite-Thema und dann kommt man zusammen und sieht dann, was daraus entsteht. Ich habe aber dann schon festgestellt, dass mir das Spaß gemacht hat, auch mit Leuten, die man vielleicht auch nicht so gut kennt, über tiefgründige Themen zu sprechen. Es war einfach mal Zeit, auch mal nachzudenken, was so in Alltag, im Berufsalltag dann einfach auch zu kurz kommt. Ich nehme da eine Menge Persönliches mit einfach oder beziehungsweise was ich auf Persönliches irgendwie rückbeziehen kann. Es war teilweise nachher für mich so emotional geballt gewesen, dass ich teilweise ein bisschen Pipi in den Augen verdrängen musste. Ich bin eigentlich kurz davor gewesen, aus der Kirche auszutreten. Und ich muss ehrlich sagen, Erik hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass man sich das auch mal durchlesen sollte, die Bibel, und die nehme ich mir jetzt vor.